Euer Heimatplanet wird angegriffen und der große Sordon wird von der Allianz des Bösen entführt. So macht ihr euch mit eurem Raumschiff auf die Suche, aber leider verirren sich 4 Menschen auf euer Schiff und erzählen euch irgendetwas von einer Kommandozentrale und dass sie Power Rangers seien. Erst als der Name Sordon fällt, fasst ihr euch ein Herz und holt sie in euer Team. Genau so ergeht es dem Alien Andros, der nun zusammen mit TJ, Carlos, Ashley und Cassie auf der Suche nach Sordon ist, um den Plan der bösen Allianz zu durchkreuzen. Auch wenn sich Andros mit Teamwork sichtlich schwer tut. Und wir gucken jetzt mal auf die 5 Dinge, mit denen sich Power Rangers in Space schwer getan hat. Nummer 5. Vor- und Nachspann. Power Rangers in Space ist die erste Staffel, in der wir regelmäßig eine kleine Rückblende und auch eine kleine Vorschau bekommen. Dort sollen die Zuschauenden erfahren, was vorher geschehen ist, um gut in die aktuelle Folge einzusteigen. Und ebenso soll die kleine Vorschau am Ende Lust auf die nächste Folge machen. Ist eine nette Idee, aber wirkt leider ein bisschen unbeholfen umgesetzt. Die Vorschauen leiden ein bisschen darunter, dass die Erzählinstanz nicht wirklich nur die letzte Folge wiedergibt, sondern einen etwas wilden Mix aus mehreren Folgen zuvor. Und dabei geht er eben auch auf nicht so ganz storyrelevante Filler ein. Das wäre jetzt überhaupt nicht so verkehrt, aber wäre es nicht sinnvoller, das Story-Relevante wiederzugeben? Stattdessen bekommt man zum Beispiel die Info, dass Zane mit Astronema anbandelt und verhältnismäßig oft zu hören. Oder zum Beispiel, dass Cassies Oma zu Besuch war. Das bringt jetzt nicht besonders viel für das Verständnis der Serie. Das sind alles Infos, die ich bei der Folge, die ich jetzt gleich zu sehen bekomme, relativ wenig brauche und das ist einfach schade. Und dann müssen wir noch über die Vorschau sprechen, die es teilweise schafft, einfach die gesamte Story einer Folge komplett wiederzugeben und die aufgebaute Spannung sofort zunichte zu machen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Vorschau auf Folge 16. Hier habt ihr mal einen kleinen Ausschnitt. In der nächsten Folge erinnert sich Andros an das wichtigste Ereignis seiner Kindheit. Darkonda. Er macht sich in Verkleidung auf den Weg, um Darkonda zu finden, die ein magisches Gift gestohlen hat. Aber Ecliptor hat den giftigen Trank verändert. Darkonda verliert im Spiel Sordons Schlüsselkarten an Andros. Roter Ranger, wenn du wissen willst, wo deine Schwester ist, gib mir die Schlüsselkarten. Aber sind sie auch echt? Ja, das klingt ja irre spannend. Da muss ich wohl einschalten. Denn ich will ja wissen, sind die Schlüsselkarten wirklich echt? Die sind echt. Danke, Alpha. Jetzt brauche ich die Folge auch nicht weiter zu gucken. Und ganz ehrlich, diese Sätze hier, die kommen wirklich genau hintereinander in ein und derselben Vorschau. Eine Sekunde später. Und das ist einfach so häufig so, das ist alles ein bisschen unbeholfen und weiß nicht, das ist einfach ein bisschen schade. Nummer 4. Das Dialogbuch. Wenn wir schon mal bei schlecht geschriebenen Passagen sind, wir müssen leider auch mal über die Synchro von In Space sprechen. Und zwar über so 1-2 weirde Entscheidungen im Dialogbuch. Und damit meine ich noch nicht einmal, dass sie aus KO35 KR35 gemacht haben. Das verstehe ich zwar auch nicht so ganz, aber das stört mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Andere Entscheidungen dagegen schon. Wie in Turbo zum Beispiel heißt Cassie hier auch Jesse und aus Zane wurde Shane gemacht. Wenn man aber das Original nicht kennt, dann hört man das aber immer noch weg. Aber es gibt dann immer noch so krasse Übersetzungsschnitzer. Mein Lieblingsbeispiel ist Andros Heimatplanet, KO35 oder KR35, je nachdem, was euch am mehr gefällt. Der wird immer als Wüstenplanet oder zu einer Wüste gemacht beschrieben. Wir sehen aber, wenn er auf diesem Planeten ist, Gebäude, Parks, Grünflächen, das passt irgendwie nicht. Im Englischen wird aber von deserted gesprochen. Das bedeutet aber nicht Wüste, sondern einfach nur menschenleer oder verlassen. Und solche Schnitzer fallen sehr oft ins Gewicht. Der eine oder andere mag sie vielleicht überhören, mir ist es beim Rewatch aber sehr negativ aufgefallen. Aber das Dialogbuch ist nicht alles. Ich bin sehr zufrieden mit den SprecherInnen von In Space, da lässt sich wirklich wenig meckern, vor allen Dingen, wenn man sich den nächsten Punkt ansieht. Nummer 3. Die Schauspielleistung. Viele der SchauspielerInnen bei In Space hatten nicht so viel Schauspielerfahrung vorher und das merkt man leider auch. Ich sag das sehr, sehr ungern, vor allen Dingen, weil ich mir denken kann, wie krass schwierig es ist, überzeugend zu Schauspielern. Aber für mich als Zuschauer war das teilweise echt schwierig, manche In Space-Folgen im O-Ton zu gucken. Entweder wirkt es zu hölzern, zu emotionslos oder einfach krass overacted.
Manchmal passt auch einfach die Chemie nicht. Das ist echt schade. Vor allen Dingen, weil ich liebend gerne Filme und Serien im O-Ton sehe. Hier greife ich lieber auf die Synchro zurück. Nummer 2. Ein echtes Team? Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber Power Rangers lebt für mich immer von diesem Team-Aspekt. Umso schaderer ist es, wenn sich die Story bei einigen Staffeln nur auf ein paar wenige Charaktere fokussiert. Ja, und das ist leider auch bei In Space so. Wir fliegen ja mit TJ, Carlos, Ashley und Cassie in den Weltraum und eigentlich sind sie ja die Charaktere, die wir bereits kennen und die wir sich weiterentwickeln sehen wollen. Aber In Space liegt den Fokus hier sehr auf Andros. Die ganze Story um Astronomer und Zane dreht sich praktisch um ihn. Er trägt mit Kaia 3.5 auch im Grunde einen Großteil des Space-Themas. Es ist jetzt nicht so, dass die anderen Charaktere keinen Fokus bekämen, aber dieser äußert sich hauptsächlich in Filler-Folgen. Das ist absolut nicht schlimm, aber während Andros sich halt eben weiterentwickelt und sich zum Beispiel seiner Schwester stellen muss, bleiben alle anderen irgendwie profillos. Oder kann mir jemand von euch sagen, was TJ oder Cassie genau ausmacht? Das hätte man alles ein bisschen damit abfedern können, indem jeder seine spezifische Aufgabe auf dem Mega-Spaceship bekommt. Dann wären sie zwar immer noch keine Charaktere mit Tiefe, aber zumindest könnte man sie irgendwie greifen. Hier wirken sie sehr oft einfach austauschbar. Übrigens, wenn euch das Video hier gefällt, könnt ihr es gerne mit einem Kommentar oder einem kleinen Like zeigen. Das gibt mir ein kleines Feedback und pusht natürlich auch den Algorithmus. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Nummer 1. Die Weiten des Weltraums. Oder auch nicht. Wie ich schon in meinem Video über die guten Dinge gesagt habe, lebt In Space sehr davon, dass sie das Power Rangers-Universum erweitert und damit sich halt auch von alten Mustern löst. Das trifft aber jetzt nicht unbedingt auf die gesamte Season zu. Klar, wir haben tolle Weltraumfolgen, die mit bekannten Sci-Fi-Tropen spielen. Es gibt sogar ein paar Folgen, die ein wenig in die Richtung Body-Horror gehen, wenn zum Beispiel Carlos von einem Insekt gestochen wird und sich dann langsam an Bord in ein Monster verwandelt. Okay, das ist jetzt nicht wirklich Horror, aber für Power Rangers Verhältnisse ist das schon sehr beeindruckend. Wir sind manchmal auch auf fremden Planeten, wie zum Beispiel Onyx oder treffen die Rebellen von Kaia 3.5. All diese Folgen machen irre Spaß und bringen genau diese Abwechslung, die Power Rangers zu dem Zeitpunkt so dringend gebraucht hat. Ja, und dann gibt es noch die Folgen, wo ich das Gefühl habe, wieder Turbo zu sehen. Da sind die RangerInnen zum Beispiel plötzlich wieder in der Highschool in Angel Grove. Auch Bulk und Skull tauchen wieder auf. Diesmal mit einem Schwurbeldoktor an der Seite, der Plutonium im obersten Stockwerk eines Wolkenkratzers neben einem Restaurant bunkert. Und alle halten das irgendwie für eine immens gute Idee. Auch Andros Kompetenz scheint in solchen Folgen plötzlich eine ganz andere zu sein. 2 Jahre hat er sich allein im Weltraum durchgeschlagen und fällt dann naiv auf eine Bande ein, die Autos knackt? Sorry, aber das passt nicht wirklich zu seinem Charakter. Diese Folgen wirken alle ein wenig so, als ob man sich nicht so ganz von Angel Grove, der Highschool und den Teenagern with Attitudes lossagen wollte. Das wäre auch vollkommen okay, wenn diese Folgen nicht so einen krassen Bruch beim Gucken der Serie darstellen würden. Es wirkt in diesem Moment wirklich so, als sehe man eine völlig andere Season. Aber vielleicht ging es ja auch nur mir so. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, ob ihr mit den Punkten übereinstimmt. Oder habt ihr ganz andere Dinge, die ihr an In Space vielleicht nicht so gut fandet. Kommen wir mal zur nächsten Umfrage. Was wollen wir als nächstes hier besprechen? Nach Power Rangers können wir ja mal zum japanischen Original kommen. Ihr habt diesmal die Wahl zwischen Juden Sentai Kyoryuja, Lupin Ranger Taipatto Ranger und, weil wir ja gerade auch In Space hatten, Denji Sentai Mega Ranger, die Vorlage zu Power Rangers In Space. Bis jetzt hatte ich es ja immer so gemacht, dass ihr auf meinem Twitter-Account und auf Mastodon abstimmen könnt. Da die Funktion bei Twitter wohl bald kostenpflichtig wird, lasst uns die Umfrage doch einfach hier über die Community-Funktion machen. Dort könnt ihr abstimmen, was ihr genau sehen wollt. Und im Allgemeinen könnt ihr mich gerne auf Mastodon besuchen. Ich freue mich immer gerne, wenn die Toku-Community dort ein bisschen wächst. Wenn ihr jetzt auch noch auf 5 gute Dinge Lust habt, klickt doch mal hier links, da findet ihr die positiven Dinge, denn davon hat In Space auch sehr, sehr viele. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.